ruhigen Eddie. Ganz normaler Tag heute. So, jetzt ist erstmal wieder das vorläufige Ende der Kristall Alone Batterie gekommen. Ja, wir haben ja schon einige Kandidaten dabei gehabt, die dann nach einiger Zeit warm geworden sind und die dann in der Spannung komplett zusammengebrochen sind. Und ja, jetzt haben wir hier mal aufgemacht. Ich weiß nicht, sieht man da irgendwas? Ja, sieht gar nicht gut aus, ne? Da hat es mir, ich glaube, das sind die ganzen Plusplatten, alle hochgedrückt. Also mit Alaun und Wasser ist es so eine Sache. Sagen wir es mal so. Oder ich habe kein richtiges sauberes Wasser genommen oder keine Ahnung. Naja. Kommt drauf an, wie weit man graben will. Ne? Wer das einfach so hinnimmt, ja, und denkt, das war's schon, ja, ne? Der kann stimmt. Natürlich. Das ja. Stimmt. Zum Glück denke ich mir immer, die können doch gar nicht alle so verrückt sein. Und hier ist es. Die sind nicht verrückt, die zeigen bloß nicht alles. Bedini hat ja in seinen Kristallbatterie-Videos nie so richtig das mit dieser Wasserverdünnung gemacht, wie wir das die ganze Zeit getan haben, sondern hat er richtig festes Kristall genommen. Ne? Ja, und so eine habe ich jetzt mal nachgebastelt. Da hat sich ja auch eine, ich glaube, eine 6-Volt-Batterie wollte er sich aus einer 12-Volt-Batterie basteln, jedenfalls von der Voltzahl heruntergehen. Und ich habe mir gedacht, tja, wie so eine kleine 2-Volt-Batterie basteln, eine riesengroße mit einem Haufen Amperestunden. Und dann mit einem großen, fetten Reed-Switch einen 200-Volt-Kondi speisen. Und dann daran, gut, das ist jetzt eine 12-Volt-LED-Lampe, ne, habe ich gesehen. Und da ist nochmal Vorschaltzeugs davor. Trotzdem, die hängt jetzt gerade am Ladegerät, ne? Und wie man sehen kann, die lädt mit knapp 3 Volt und nimmt ordentlich auf. Ja, dazu muss ich sagen, also direkt nachdem ich sie gebaut habe, hat sie nicht so eine schöne Stromaufnahme gehabt bei der Voltzahl. Erst nachdem ich es dann so ein, zwei Mal mit dem Reed-Switch entladen habe. Ich weiß nicht, ob der Reed-Switch dafür verantwortlich ist oder ob man es mit allen möglichen anderen auch erstmal entladen kann und dann wieder laden. Jedenfalls ist die ja erst so mit der Zeit besser geworden. Ne? Also nicht gleich entmutigen lassen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ja, das Geheimnis ist eigentlich kein großer Hokuspokus. Ich kann ja das Video vom Bedini dann nochmal unten verlinken. Ne? Ganz normal alte Batterien aufsägen. Die Platten rausholen, Klopapier oder Zellstofftaschentuch dazwischen, scheißegal, die Platten wieder so zusammensetzen und optimalerweise dann, hier sehe ich sogar noch gar nichts, also die sind alle isoliert und an den Verbindungsstellen, da wo die Platten drin sind, die sind ja aus Blei, kann man ja, ne, schön mit Lötzinn verlöten, da ja, muss man aufpassen, dass zumindest auf der Plusseite kein Kupfer, ne, irgendwie in Verbindung mit diesem Alaun kommt. Ein bisschen Feuchtigkeit ist nämlich trotzdem noch drin. Und die lässt das Ganze ja auch so gut funktionieren. Die sind ja dann deshalb auch so ähnlich wie normale Batterien. Was heißt so ähnlich, ne? Mit einer linearen Entladekennlinie. Tja, also nochmal kurz, dass ich sowas nachbasteln will. Alte normale Bleisäure oder Bleigel-Batterie heißen die auch manchmal. Auseinanderbasteln, Alaun reinfüllen, so einen Ferritkern irgendwie habe ich so im Internet, mal gucken, die gibt es bei Konrad, überall findet man da welche und ich habe hier, ich glaube 0,50er Draht ist das, 0,50er Draht mit, das sind, von vorn kann man es sehen, 1, 2, 3 Lagen, ne? 3 Lagen und ja, wer zählen möchte, kann sich ja hier runterzählen. Immer abschnittsweise. Ne? Vorne einmal, dann hier, dann hier, dann hier. Aber ich glaube, es geht auch, wenn man es komplett der Reihe lang hin und her wickelt. Aber ich habe es halt so schöner gefunden. Vergleichstests stehen noch an. Mal gucken, was effektiver ist. Ja, so im Dauerbetrieb halt. Wir wollen es ja. Ja gut, ne?
Normalerweise ist sie bei 2,2 Volt, wenn sie voll geladen ist. Das ist jetzt schon, ne, die ist ungefähr zur Hälfte. Zur Hälfte war sie ungefähr jetzt voll gewesen. Aber trotzdem, schöne Leuchtstärke, finde ich. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Was allerdings ziemlich nervig ist, ne, ist der laute Reed-Switch hier drin. Ja. Deshalb dann hier die zweite Version davon. Mini. Teile meine ich eigentlich, ne? Solche Schalenkerne. Die habe ich auch mal im Sortiment irgendwo für wenig Geld herbekommen. Ja, hier sieht man es nochmal gut, ne? Da eine kleine Spule reingewickelt, das ist 0,15er Draht. Müsst ihr mal zusehen, ich hab das nur mit Maßen gemacht, ich habe nicht gezählt. Ne? Es musste ja reinpassen, so Pi mal Daumen. Kann ein bisschen voller sein, ne? Wenn mehr Draht drauf ist, braucht er weniger. Quatsch, braucht er mehr Spannung, ne? Und je weniger Draht, desto weniger Spannung. Jedenfalls hier bei dem Modell. Mini Reed Switch. Und dann ein Folienkondi hier, das rote, was da rauslunzt. Da haben wir hier drüben nochmal hier so einer bis 600 Volt und 1250 Gleichspannung. Ja, hier vorne, das ist dann die normale Schottky-Diode. Und momentan ist es so konfiguriert, dass die beiden Ausgänge hier separat an einem Verbraucher dran sind. Dann habe ich mitbekommen, dass ich den etwas unterdimensioniert habe. Ne? Also so eine Zelle, die hat übrigens nicht 1,2 Volt, wenn sie vollgeladen ist, allowed, sondern 2,2 Volt. Ne? Also da passt richtig was rein, auch amperestundenmäßig. Da war ich echt verblüfft gewesen, wie lange das Ladegerät dann geladen hat. Und die Energie war dann auch wirklich drin. Also wie gesagt, die Lampe, die leuchtet jetzt schon seit mindestens 5 Tagen. Zwar nur mit der Leuchtstärke hier, das ist jetzt nicht so umwerfend. Allerdings für ein kleines Ambiente oder Flurlicht oder Nachtlicht definitiv ausreichend. Und man hört, also ich zumindest, nur was, wenn ich mit dem Ohr ganz, ganz nah rangehe. Selbst hier, hört ihr was? Ne, da hört man nichts mehr, ne? Bei dem Reed-Switch. Da ist nichts mehr mit Geräuschbelästigung. Und wenn wir gerade mal dabei sind, haben wir ja hier zwei identische Lampen. Einmal mit einem, das ist ein Koaxialkabel, habe ich da genommen, ne? So ein altes Fernsehkabel mit was weiß ich wie viel Ohm Widerstand. Aber wenn wir hier mit Hochfrequenz arbeiten, ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht. Jedenfalls, so hell ist es mit 2,2 Volt und dem Mini Reed Switch, mit dem hier, ne? Die Lampe. Und jetzt gucken wir mal zu der hier rüber. Oh ja, da ist schon einiges mehr los, ne? Ja, hier ist natürlich auch viel dickerer Draht. Hier kann viel mehr Strom kurzzeitig zwischengespeichert werden. Und die Schaltfrequenz hat vielleicht auch noch irgendwas mit dazu zu sagen. Allerdings, so im Direktvergleich, naja, so viel ist es dann gar nicht, ne? Als Zusatzoption wird dann hier noch nachgerüstet, dass die zwei Ausgänge hier, dass man die dann in Reihe nehmen kann, dass man praktisch seinen Verbraucher mit zwei Reed-Switches in Reihe am Ausgang betreibt. Und ja, wenn das eine Woche hält mit der Batterie, einmal in der Woche Batterien laden mit, was weiß ich, einem Ampere und 3 Volt für 24 Stunden. Warum nicht, oder? Es ist wirklich sehr praktisch, dass der keine Geräusche macht, weil dieses Tesla-Licht in Anführungszeichen, ne? Also so wie ich das hier bei mir konstruiert habe, ist bestimmt total bescheuert, wenn man sich mal im Detail das anguckt irgendwie, aber mir ist das zu laut. Ist zwar ausreichend hell genug, ne, die Lampe, die zwei, die und die leuchten mit ausreichender Leuchtstärke, sodass man ein bisschen was machen kann. Dann halt mit voller, aber ja, das nervt halt schon. So im Dimm-Modus geht es ja halbwegs. Flackert dann auch schön ab und zu mal ein bisschen.
Naja. Aber so noch nichts so Richtiges. Autsch. Ah, jetzt kann ich euch das da hinten gar nicht zeigen, ne? Na Moment, dann zeige ich euch, während es an ist. Ich schalte es mal ein. Ja, da rennt's. Kann man ein bisschen was erkennen. Das sind jetzt jedenfalls nur 3 Zellen befüllt von so einem alten Akku. Und da ist so ein kurzer Ferrit drauf, den gab es bei Polin als Drosselspule. Da habe ich mir die Wicklung abgewickelt und habe 0,20er Draht drauf gewickelt und bin dann konisch nach vorn gegangen. Zuerst bin ich mit 3 Lagen, habe ich mit 3 Lagen angefangen, dann 5 Lagen, dann 7 Lagen und vorne dann nochmal, ich glaube, 2 Lagen mehr. Dass ich dann auf die Länge kam, falls es jemand nachbasteln möchte. Und das Ding habe ich jetzt täglich im Einsatz seit 3-4 Wochen vielleicht. Ich will nicht übertreiben, wann habe ich das Read-Switch-Video hochgeladen, also die Zeit vergeht so schnell. Und ja, also toi toi toi. Obwohl nur hier 3 Zellen drin sind und die 2 sind parallel und mit der in Reihe, also ist auch komplett unlogisch aufgebaut, geht noch viel effizienter, aber hält durch das Teil. Ne? Das betreibt hier oben diese 3 super hellen LEDs direkt. Ja, Conti ist trotzdem noch mit dazwischen, hier der 330 Volt. Was heißt das? Sicherheit. Ich glaube, den bräuchte ich vielleicht gar nicht. Und also dieses kerzenähnliche Geflacker gefällt mir irgendwie. Das hat was. Das Geräusch ist auch nicht nervend. Ne? Man hört es zwar ein kleines bisschen, aber... Also das nervt mich viel weniger als dieses Zündspulengeräusch da. Und geladen wird das Ganze. Hier drüben ist der Ladeanschluss. Wenn es dann mal alle ist, also es kann ich, wenn es einmal geladen ist, mindestens 10 Stunden durchlaufen lassen. Das ist, finde ich, schon nicht so verkehrt. Und geladen wird dann das Ganze mit so einem alten Handy-Netzteil, Sony Ericsson, ne? Ich glaube, was hat 4,7 oder 4,9 Volt oder irgend sowas. Und ein paar 5 oder 600 Milliampere. Es wird am Anfang etwas warm. Dann wenn es an seine 4,5 oder 4,9 Volt rangekommen ist, dann wird es kälter und ja, eure Batterien sind voll. Das Laden dauert dann ungefähr 4 Stunden. 4 Stunden sollte man es schon dran lassen. Trotzdem... 4 Stunden Laden, 8 Stunden Betrieb. Und um am Ende jetzt nochmal kurz zu veranschaulichen, was das jetzt mit dem ganzen Kristallbatterie-Quatsch soll, warum das vielleicht besser ist als normale Batterien. Also will ich jetzt gar nicht mal sagen, ich kenne jetzt nur die Entladekennlinie von normalen Bleisäure-Akkus. Ich weiß nicht, wie das mit aktuellen Entwicklungen aussieht. Die sind da bestimmt schon ein bisschen weiter, aber wenn man jetzt normale Bleisäure-Akkus nimmt, dann ist es meistens so, dass die bis 13,8 Volt geladen werden, dann ihre effektive Ladung bis ungefähr 10,5 Volt haben und dann rapide auf einmal nach unten absacken und dann gar nichts mehr los ist, ne, bei 0 Volt, gar nichts mehr funktioniert. Und bei den Alone-Batterien ist es im Gegensatz dazu so, dass die nicht ganz so hoch geladen werden können, das stimmt schon, also aber bis auf 12,8 Volt kriegt man die trotzdem, wenn man 6 Zellen in Reihe 2,2 Volt eben hat, ne? Sogar ein bisschen mehr. Naja, oder? Ach, Tatsache, sind 13,2 sogar. Ach, ein Klick, wir haben in der Schule gelernt, wie man Taschenrechner bedient. Oh Mann, ist das peinlich. Na gut, egal, erstmal. Also, bis 13,2 würde das dann hier gehen, ne? Und wie wir in den Tests von den anderen Forschern, vom Robert auch noch und vom Roy dann auch gesehen haben, vom Tobi, dass die Entladekennlinie dann eher so hier wellenartig sich nach unten bewegt und die effektive Spannung, ne, wenn man da jetzt 12 Volt Verbraucher hätte, dass die von der Zeit her gesehen die 12 Volt Grenze eher erreicht als hier bei den Bleisäure-Akkus. Allerdings ist dann im unteren Bereich viel mehr los. Vor allem dann hier so bei 2 oder 1 Volt wird es dann interessant.
Da kriegt man die dann fast gar nicht mehr nieder. Und in dem Bereich funktionieren ja diese diese selbsttriggernden Oszillatoren, wollen wir sie mal so jetzt vereinheitlicht nennen. Ne? Super. Ja, das ist eigentlich schon ein kleiner, feiner Vorteil, finde ich. Die etwas verträglichere Variante ist ja dieses Weißkalkhydrat. Da habe ich erstmal keine Tests weiter dazu gemacht, weil ich erstmal einen Haufen Allowance mir besorgte. Das wollte ich erstmal richtig auf Herz und Nieren durchtesten. Aber einige von unseren Bastlerkollegen haben mit dem Weißkalkhydrat auch sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Und da ist ja, soweit ich weiß, kein Schwefel drin. Hier beim Alaun hat man trotzdem einen kleinen Schwefelanteil, so wie ich das aus der Formel rauslesen kann. Und wer dann richtig darauf aus ist, öko seinen Strom zu machen, der ist mit dem Weißkalkhydrat vielleicht auch nicht schlecht bedient. Schaut das Teil dann in Realität aus, also im Licht. Vorne war eine Original, was haben die Original drin? So eine Halogenlampe. Ich glaube 3 Watt Halogenlampe ist da Original drin und wird mit 5 AA Batterien in Reihe betrieben. Ja, ich will ja wissen, wie lange das hält. Hier hinten drin sollen 2 kleine AAA Batterien hinein fürs Rücklicht. Und ja, das haben wir uns mal auf Reed Switch umgebaut.